Hallo und herzlich willkommen zurück zu Broken Age, dem neuen Adventure von Tim Schäfer. Wir sind immer noch im Vogelland über den Wolken und versuchen jetzt irgendwie diesem Land zu entfliehen oder weiter auf die Suche nach dem großen Ungeheuer zu gehen. Viel Spaß. Und natürlich sind wir ja zu zweit. Ach, wirklich? Mensch, hat's schon glatt vergessen. Siehst du, sobald ich jetzt hier die Anmoderation machen soll, vergesse ich natürlich, dass hier noch jemand neben mir sitzt, da ich auch den Controller in der Hand habe. Ich habe genau. Da sozusagen die Macht. Hier ist natürlich auch der... Pick. Ja. Moin. So. Tja, kaum bist du Master of Disaster, gell, da geht die Party ab. Waren wir da schon mal? Ja. Wir waren hier schon mal und haben, glaube ich, versucht... Ach genau, wir wollten ihm ja recht das goldene Ei klauen, aber es ging ja nicht. Was hat er dann gemacht? Er hat unsere Leiter dann immer runtergestupst. Genau. Und hier oben zur Brutstätte, da weiß nicht, ob wir da schon irgendwie hingekommen sind. Du kannst doch mal da rechts oben klicken, hier so, ne? Ja. Ah ja, okay. Nee, aber einfach hingehen konnte man nicht. Was war da eigentlich? Die sehen... Nicht aus wie Jessie. Wir müssen ja die Eier von Jessie finden. Genau. Jessie ist ja der kleine blaue Vogel, der uns ne, mit Hilfe unseres Korsetts, was wir an seinen Hals schnallten, ja aus den Fängen der, wie hieß sie nochmal? Dieses Monsters, der befreit hat. Mokchatra. Ob es ein er oder eine sie ist, wir wissen es gar nicht. Das ist, glaube ich, ein Neutrum, einfach ein Monster. Das sah auch nicht gut aus, muss ich sagen. Nee, es sah so ein bisschen alienmäßig aus, hatte sehr viele Augen. Okay. Ja. Wir sehen aber generell noch gar keine, die aussehen wie... Aber ich hätte ja gedacht, es geht hier irgendwie auch noch weiter mit dem Mädchen. Die ist ja auch immer sehr gesprächig. Ja, dann sprichst du noch mal mit ihr. Vielleicht. Ja, ich frage sie noch mal kurz nach den goldenen Eiern. We make them for the older senile gulls who forget they don't have eggs. Well, I'll leave you alone. Da war jetzt nicht so viel Neues dabei an Informationen. Das war der gleiche Text. So, also wir haben jetzt immer noch die Möglichkeit, hier zu diesem Jungen zu gehen, aber das machen wir natürlich nicht. Ne? Nee, wir spielen erstmal mit ihr noch ein bisschen. Achso, und hier oben, da konnten wir doch irgendwie hin. Was hat sie denn da gemacht? Ja, da haben wir unsere Leiter ran und da haben wir, glaube ich, das eine goldene Ei her, oder war das nicht so? Ja, und... Ich glaube schon. Man kann ja mal gucken, ob man dann im Nest noch anderweitig agieren kann. Zum Beispiel, indem man das goldene Ei... Ach nee, das war ja da drin. Ha, ich dachte, man legt es da rein und lockt irgendwie einen Vogel an, der dann da ein blaues, richtiges Ei reinlegt. Das macht keinen Sinn, nicht wahr? Ja, nee. Außerdem brauchen wir auch speziell die Eier ja von Jessie sozusagen. Ja, ich sagte ja, wir locken einen blauen Vogel damit an. Ja. Aber warum blinkt denn jetzt das Inventory? Weil die Leiter da wieder drin gelandet ist. Weißt du, sie hat die ja gerade genommen, um da hochzutippeln. Okay. Und kennt man ja, ne? So. Ja. Nee, wir wollen da gar nicht hin. Nein. Geh hier hin. Falsche Richtung. Guck mal, wir reden mal. Hier ist auch ein blauer Vogel. Gut, sie möchte nicht mit ihm sprechen. Nee. Was sagt Bibo? Gut, die Vögel, die sagen einfach nichts. Wie das so ist mit den Vögeln. Mhm. Bibo 2 sagt natürlich auch nichts. Hier kann man wieder runterfallen. Wo ging es denn hier runter gleich nochmal hin? Ach, zu dem Mädchen, was halt hier... Oh, wir können also doch noch durch Löcher fallen. Ja. Ach, vielleicht kann man mit dem Loch irgendwas... Kann man aus ihnen was rauskriegen noch? Die haben ja jetzt gar nichts gebracht, ne? Nur nicht so richtig viel. Können wir mit der Leiter und dem Loch was tun? Konnten wir da hinten bei Bilbo hier weitergehen? Warte mal, was passiert denn? Können wir das da reinwerfen und dann hinterher springen? Ja, aber nee, aber was ist... Ich guck mal. Gut. Wo möchte ich... Hier würde ich ja mal... Ach, guck mal. Ja, dann... ach, der Vogel ist ja aber... Warte mal, ich guck mal, ob man ihm nicht noch ein zweites Ei geben kann. Naja, siehst du, sie hat's voll drauf. Und jetzt? Sie müsste jetzt eigentlich... Ach, das ging vorher noch nicht. Das ist ja cool, dann können wir jetzt da weitergehen. Ach, tatsächlich? Okay. Und siehst du, da waren wir noch nicht gewesen. Da geht's jetzt bestimmt hier übelst weiter und so.
Das könnte uns tatsächlich weiterbringen. Oh, hier sind wieder solche Löcher. Ob man da auch einfach mal... Nee, geben wir nicht rein. Was? Ja, ich habe überlegt, ob man da mal reingeht. Vielleicht gibt es da ja mal was Neues, aber... Eine neue Zwischensequenz, die uns dann der Vogel wieder auffängt, um uns zu dingsen. Ja, ein neuer Vogel, der uns rettet. Vielleicht so ein Vogel, von dem wir auch die Eier bräuchten. Oh. Was ist das denn? Ruft irgendjemand. Aber wo denn? Geht doch mal noch ein Stück weiter nach links oder so. Das ist aber rechts, ne? Ich hätte gedacht... Oh. Wo ist er denn? Wo sind wir denn jetzt? Ah, ist da unten. Sollen wir weitergehen? Hier geht's... Oh. Man hört es nur, dass er da irgendwo ist. Oh. Oh, er hängt an einem kleinen Ast und weiß nicht, wie lange er noch hält. Aber ich habe das Gefühl, das ist irgendwie rechts. Ja, ich hab's auch so ein bisschen rechts gehabt. Ach ja. Hm. Da ist es. Da ist das Ei. You are in big trouble, young man. Ha. Das hast du aber toll gemacht. Nö. Du solltest simultan Dolmetscher werden. So. Na, das kennen wir. So. Oh. Vielleicht riecht er auch ein bisschen komisch. Nee, lass ich ihn einfach mal von ihm vorbei. Mind if I just squeeze past you? Yeah, that's a good idea. Come over here so I can grab on. No way. Why don't you just let go? I'm 85% sure someone would catch you. Das ist sehr lustig. Okay, ich habe aber Hoffnung. Ich habe aber eine Idee. Du schneidest dem mit dem Messer los oder schmeißt ihm das Ei an den Kopf? Genau, aber wir gehen dafür halt hier mal den Ast hoch. Wir müssen irgendwie auf den Ast kommen. Ich glaube nicht, dass das geht. Ich hätte gedacht... Nee. Meinst du? Dass man jetzt da oben hingeht, weil so ist sie ja dann... Okay, wir versuchen es mal so mit dem Messer, aber ich wollte eigentlich auf den Ast drauf. Genau. On second thought, I'd better keep it sanitary. This underwear is clean. Well, it was until I fell. Ja, das funktioniert nämlich auch nicht. Dann schmeiß ihm doch das Ei an den Kopf, das hilft bestimmt. Oder vielleicht ist es doch wirklich. Hey, if I give you a golden egg substitute, would that help? Ah, help me sink to my death, which I don't want to do. Ach, naja. Hm, vielleicht muss man doch tatsächlich auf den oberen Ast. Das ist, ja. Great. Now let me just climb under your shoulders. Wait it. Oh oh. And I thought I was clumsy. Na toll. Ja, okay. Das passiert ja uns jetzt erst zum 534,98. Mal. Wie sind wir jetzt auf diesen Ast gekommen? Indem wir durch das Wolkenloch gefallen sind. Durch das hier? Ich glaube ja. Nee, oder? Nee, ist egal. Man glaubt, man kommt immer zu hin. Aber kannst du jetzt nicht da irgendwie... Achso, jetzt geht man wieder nach oben. Ja. Ja. Geh doch mal, kannst du auch die anderen Äste? Vielleicht gibt's da auch irgendwas. Oh, hallo, ein Nest. Da können wir doch mal unser Ei hier reinlegen. Oh, was bringt das denn? Also nicht so viel. Ja, siehst du, das sieht sie genauso. Was hätte ja auch ein Vogel kommen können, der dann Randale macht und den Baum ins Wackeln bringt und dann fällt dieser kleine Mensch da herunter. Hm. Er redet die ganze Zeit weiter. Und hier geht's aber auch irgendwie nicht weiter.
Ja. Wird vielleicht doch nichts mit deiner Idee, auf dem anderen Ast lang zu gehen. Aber irgendwie muss man ja da drauf kommen. Was machst du denn jetzt? Fallen wir doch schon wieder runter. Ja, ich dachte, man kann sich vielleicht ducken und irgendwie... Du dachtest, du hast nochmal versucht, dann klappt's oder was? Ich dachte, ich kann mit irgendeinem neuen Punkt interagieren, aber das hat dann wohl doch nicht funktioniert. Geh doch mal noch nach da hinten. Vielleicht gibt's da irgendwas, was man machen kann. Das hat es jetzt nicht gebracht. Ja, kannst du ja wieder hochgehen. Das ist ja alles possible. Ja, einen kleinen Moment. Sehr possible. Ich wollte nach hinten, aber... Wo gehe ich denn jetzt lang? Hinterm Baum? Wie komme ich denn jetzt hier an diesem Funk vorbei? Millions of peaches. Peaches for me. Irgendwie bin ich immer wieder in diesem Loch gefangen. Ja. Aber wir können ja jetzt vielleicht mal gucken, dass wir mit diesem Pfirsich interagieren. Oder diesen Pfirsich vom Baum bekommen. Wir bräuchten irgendwie einen Stock oder so, mit dem man ihm so ein bisschen an losgakeln könnte. Kann man da jetzt noch? Achso, da kann man ja her von da rechts, gell? Wir haben ja... Wir haben ja unser Messer. Da kann sie eigentlich ihre Leiter wieder mitnehmen, weil die hatten wir ja vorhin da abgelegt, weißt du? Wir können ja mal nach unserer Leiter gucken. Ja, die haben wir schon bemerkt. Problem gelöst, würde ich sagen. Okay. Ja, dann hat sich ja das Problem jetzt praktisch in Luft aufgelöst. Schnell mal runter hier. Sie muss ganz schön gute Knie haben, so oft wie sie jetzt schon runtergefallen ist, ne? Mit ihren kleinen Entenschuhen. Und jetzt haben wir das Ei für Jessie. Jessie, genau. Dann können wir das Ei ja jetzt zu Jessie bringen. Das ist doch auch der Vogel, der jetzt in diesem Nest sitzt, bei dem unsere Leiter steht. Ja, ich denke, das kann man so sagen im Großen und Ganzen. Dann gehen Sie mal zu Jessie, junge Frau. So, jetzt bitte nicht nochmal hier runterfallen, wie so oft passiert. Gut, der Weg ist ja hier drüben. Der offizielle Weg. Da ist er. Und da ist das kleine Vögelchen. Ich finde, so klein ist er gar nicht, sondern er ist eher recht groß. Kleine Vogel kriegt das Ei. Ja, toll, das fällt dir jetzt auf. Jetzt das Ei wieder. Oh, hey, you're welcome. Wasn't anything really. Oh. Wir haben eine Mutter dazu gewonnen. Wir haben eine Mutter dazu gewonnen? Ja, so wie sie uns gerade geherzt hat. Und wir haben ein riesiges Ei. So, ja. Ja, gut. Weiter geht es. Die Leiter nehmen wir wieder mit. Und jetzt haben wir zwei goldene Eier und die Leiter und ein Messer. Damit... Tun wir jetzt was? Will der Vogel da was, weil er hier die ganze Zeit so rumhappelt? Der hier? Hm. Ich glaube nicht. Na. Vielleicht gehen wir noch mal runter zu dem Mädchen, was da ja so traurig saß. Ja. Wo ging es jetzt noch mal nach links? Zu dem großen Opfertyp hier, zur Harmony. Ach so, ach da ging es links lang, okay. Ich glaube, wir müssen es irgendwie noch hinbekommen, ein drittes goldenes Ei zu bekommen und die dann alle drei in die Opferschale legen. Ich weiß sogar, wo das dritte goldene Ei ist, aber wir kommen nicht ran. How's it hanging? Ja, ich glaube, das war's mit ihr. Wolltest du sie nicht nochmal... Wolltest du sie nicht nochmal anstacheln? How's it hanging?
Ich glaube, es macht keinen Sinn mehr. Aber... ja, das müssen wir uns jetzt nicht irgendwie noch zum 100. Mal anhören. Schade. Ich dachte, man kann sie jetzt anstacheln und dann geht die Party ab. Nee. I'm used to it. Ja. Ich meine, wenn du dir schon anguckst, wie die da abhängt, das macht keinen Sinn. Das kann man so sagen. Keine Kandidatin zum Anstacheln. Tja, was soll man dazu sagen, ja. So, dann gehen wir mal wieder zurück, raus aus dieser traurigen Welt. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt an das dritte goldene Ei? Ja, dann gucken wir doch nochmal. Ja. Gucken wir nochmal zu dem Guru. Also du kannst ja hier mal schon mal zwei reinlegen, weil ich meine, wir haben ja jetzt schon zwei. Obwohl wir ja eigentlich drehen. Kann man da auch hier zu diesem kleinen Zwiebelturm da oben? Nee, oder? Nee. Tja, wie wir das mit dem anderen Vogel da hinkriegen, mit dem goldenen Ei, das wissen wir immer noch nicht so ganz genau. Please place your offering into the bowls of enlightening. Whoa, careful there. That thing's heavy. Ah. Mal gucken, was passiert, wenn zwei Eier drin sind. Ja. Okay. Das zeigt schon mal seine Wirkung. Ja, ich glaube, wenn du drei rein legst, dann bricht es bestimmt ab und wir sacken mit der Plattform nach unten durch. Das heißt, wir müssen jetzt noch das dritte Ei besorgen. Mhm. Ja. Auf zum dritten Ei. Gehen Sie mal weiter. Irgendwo muss es ja noch eine Möglichkeit geben. Geh erst nochmal darüber, wo das dritte Ei war. Also weil irgendwie... oder ob er uns irgendwie helfen kann, man weiß es nicht genau. Die haben damit also nichts zu tun? Ja, anscheinend nicht. Ja, bei den beiden da ist irgendwie alles zu spät. Ich will aber nochmal ganz kurz hier zu der Mutter mit den Schuhen gucken und mit ihr kurz schwatzen. Aber das hat doch Wolkenschuhe, strange. Sag das trotzdem doch nochmal. Können wir ihr eigentlich unser Messer geben? Nee, das haben wir, glaube ich, schon mal versucht. Achso, sie wollte es nicht, weil es irgendwie das Zeremoniemesser ist. Nee, ich ja, weiß nicht. Ich glaube, sie wollte es ihr nicht geben, weil es das spezielle Zeremoniemesser war. Was habe ich gerade eben gesagt? Ja, ich dachte, du meinst die Frau. Oh, ist ja egal. So, wie kommen wir denn jetzt hier an dieses goldene Ei? Versuch's nochmal mit der Leiter. Vielleicht hilft uns ja jetzt das andere Vögelchen, mit dem wir gerade das Ei wiedergegeben haben. Aber ich glaube fast nicht. Ich bezweifle das. Wir waren ja auch da oben noch nicht in der Brutstätte, weil wir irgendwie nicht wissen, wie wir da rankommen oder wie wir da hinkommen. Ja. Ja, nee. Ich glaube, da geht's auch überhaupt nicht hin. Und da ist er schon wieder und hat keinen Bock auf unsere Leiter. So ist er, der Vogel. Ich glaube, sie ist sauer auf den Vogel. Guck mal, nach rechts geht es auch nicht noch irgendwie weiter, oder? Weil irgendwie so... Nee. Weil da oben praktisch, da waren wir ja noch gar nicht bei der Brutstätte und irgendwie... Nee, nicht wirklich. Hier oben kommen wir auch nicht Kannst du noch weiter geradeaus gehen? Nach links, nach rechts, irgend sowas? Nee, nicht immer nur die Objekte anklicken. Einfach mal so auch gerade. Nee, da ist ja nichts... Da endet ja auch die Wolkendecke. Warte mal, und kann man hier da rechts das Nest, ist das auch noch was hier? Das da rechts neben dem goldenen Ei-Nest? Da? Na gut. Ja, wie du siehst. Nein. Ich wollte jetzt aber nochmal gucken, ob ich mit dem Messer hier diese Art Lianen durchsäbeln kann. Ich glaube nicht. Nein. Weißt du, dann löst man das vielleicht damit und... Okay, das möchte sie nicht. Ich überlege gerade. Wir müssen irgendwie den Vogel ablenken, damit wir die Leiter da anbringen können.
Warte mal, kannst du von hier aus noch irgendwo anders hin? Ach, das ist die Brutstätte. Geht's da nach rechts irgendwie so? Hm. Ach nee, das ist glaube ich aus Mädchen, oder? Ja. Und da ganz rechts, oder? Ja, na, da vorne oder, dann wieder zu dem Mädchen, ne? Aber. Was ist das? Was ist das? Nichts. Ach so. Da steht sie einfach. Hm. Da winkt ein Vogel. Aber. Nee, ist. Ja, das ist jetzt hier gar nicht so einfach, wie es jetzt hier weitergeht, ne? Wir als alte Adventure-Profis. Da gibt's keine geheimen Wege mehr, die wir noch nicht erkundet haben. Ja, nee, irgendwie so richtig, ne? Nee. Nee. Haben wir eigentlich mit dem Mädchen irgendwas Sinnvolles gemacht? Nee, ne? Nur, dass wir halt da hinten oben rechts das goldene Ei uns genommen haben. Ja, das war ja schon recht sinnvoll. Ja, sie hat ihren Dienst sozusagen. Naja, muss es irgendwie anders gehen. Abgeleistet. Aber, dass man die anderen Eier aus den Opferschalen nochmal rausholt und irgendwie eintauscht? Ich glaube nicht. Möchte sie vielleicht das Messer? Nee. Gegen andere Objekte? Nee. Vielleicht müssen wir da ja doch das Messer wiederbringen und dann hilft die uns dabei irgendwas. Also. Ja, aber die Frage ist, wie kommen wir denn an das Messer, was in die Wolken gefallen ist? Wie wir da rankommen, weiß ich nicht. Ich versuche jetzt nochmal ihr das von uns zu geben. Vielleicht kann sie ja doch was damit anfangen. Hm. Ja. Say, that's some knife. Good balance, nice heft. Ja. Ooh, and a blood gutter. No, that's for the filling. Ja, da hätten wir auch schon mal eher drauf kommen können. Hey, ich dachte echt, wir hatten ihr das schon mal versucht zu geben. They're big, but you'll grow into them. Trust me, you hit 40 and you're gonna be grateful for a pair of comfortable shoes like that. Hm. Ja, das ging ja jetzt doch recht simpel. Mhm. So, jetzt haben wir diese Wolkenschuhe. Jetzt ist die Frage, was machen wir denn mit den Schuhen? Also, sie passen uns nicht. Mal gucken, ob sie die noch in unserer Größe machen kann. Ja, 3 weeks. In 3 Wochen. Das ist... Mhm. Also wir haben jetzt ein paar Wolkenschuhe bekommen. Und die Leiter haben wir noch. Braucht er eine... Achso. Man hätte sie vielleicht noch dem dicken Typen geben können, der vorhin hier runtergefallen ist. Hm. Oder vielleicht dem Mädchen, die da unten sitzt. Na? Ja, aber sie will ja gar nicht weg. Na, mit Wolkenschuhen kommt sie auch nicht weg, sondern kann sie ja eher nur darauf rumlaufen. Ja, aber sie zählt doch da auf ihrer Schaukel. Ja. Ja, siehst du, wo soll sie denn auch hingehen? Okay. Nach rechts geht's auch nicht weiter, oder? So sieht's aus. Gut. Vielleicht der Wächtertyp noch? Ja, dem versuche ich jetzt einfach mal die Schuhe anzudrehen. Ich meine, der hat ja so ein bisschen Übergewicht. Oder vielleicht können wir damit auch so einen Pfirsich irgendwie kriegen. Ein Pfirsich mit den Wolkenschuhen. Ja, die waren ja noch offen. Aber versucht das da erstmal mit ihm. Ich meine, jetzt eher mal hier. Stimmt, wir haben jetzt auch unsere Leiter wieder. Ja, aber die legen wir ja dann wieder ab, wenn wir da hingehen. Er nimmt es nicht direkt an. Nein. Die Wolkenschuhe wiegen natürlich dann auch nicht. Hm. Schade, okay. Nee, ich glaube, das war aber Quatsch. Gut. Kannst du nochmal hochgehen zur Harmony, aber... Ja. Harmony. Die nicht enden wollende Leiter.
nach 12 Kilometern Leiter. Ach, da ist Harmony. Oh, mit seinem Vogelbart. Frag ihn mal, ob er die Schuhe haben möchte. Soll ich jetzt hier mal den Controller nehmen, oder was? Ja. Ja gut, das wissen wir jetzt ja schon hier, mein Junge. So. Ach so, das war's auch schon. Mehr kann man jetzt hier gar nicht mehr machen mit ihm. Naja gut, dann war das ja schon mal nicht so sinnvoll. You may take back any burden you wish, but it hurts you more than anybody. Aber wir können ja trotzdem versuchen, nochmal da hochzugehen. Zu den Pfirsichen. Ja, vielleicht können wir die Leiter ja einklappen und mitnehmen, um dann damit an die Pfirsiche zu gelangen. Man weiß es nicht so ganz genau. Na, dann müssen wir mal hier Dings machen. Leiter ausklappen. Ah, ich bezweifle, dass wir die jetzt wieder mitnehmen können, weil ich glaube, wenn wir jetzt hier drauf gehen, dann geht sie da runter. Ah, schade. Aber vielleicht können wir trotzdem mit dem Schuh irgendwas machen. Schuh, Mannschuh? Man könnte es versuchen, ja. Wäre zwar ein bisschen unlogisch, aber naja. Man weiß ja nie. So, auf Pfirsichjagd. That way to the giant fruit tree. Sind wir eigentlich schon durch alle Löcher gefallen? Durch das erste, glaube ich, sind wir noch nicht gefallen. That tree does not have feet. Ach was, durch das hier sind wir noch nicht gefallen. Ah. Nee. Ja, aber gut. Vielleicht sind wir durch das zweite Loch noch nicht gefallen. Durch das hier hinten? Ich bin skeptisch, aber wir können ja mal gucken. Dann sind wir durch das dritte Loch vielleicht noch nicht gefallen. Aber doch, kamen wir da nicht. Geht's da nach links noch weiter? Ach, guck mal, hier ist doch ein kleiner Ast. Und da können wir doch... Oh. Was? Ich bin nämlich vorhin nie da hingekommen. Ach so. Weil ich immer vorher schon reingefallen bin. Ja, jetzt irgendwie kombinieren. Jetzt müssen wir wieder zu dem Ast kommen. Dann müssen wir jetzt auch mal hinterher, oder? Müssen wir? Meinst du? Aber eben ist doch ein Pfirsich runtergefallen. Ach, die fallen alle auch direkt in die Wolken. Ach, da liegt er, ne? Ja, ach so, da müssen wir jetzt im Baum dann runtergehen. Wie ging das denn, den Baum runterzugehen? Und jetzt nach links? Wenn du meinst, mit der Frucht könnten wir dann den Vogel ablenken. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass der das Interesse an seinem Ei da verliert. Und man lockt ihn an oder er flüchtet mit der Frucht, um die irgendwo zu verstecken für sich. Da müssen wir mal gucken, würde ich sagen. Ach, das Inventory leuchtet auch immer gelb, wenn was Neues reinkommt. Ja, das hat mich auch immer die ganze Zeit irritiert. Ich dachte immer, es will mich jetzt dazu auffordern, irgendwas zu machen, aber... Nee, alles cool. So, ich bin jetzt sehr gespannt, was passiert. Vielleicht muss man ja auch dem Mädchen die Frucht geben. Gut. Ach, ich wollte euch doch gar nicht anklicken, Jungs. Was ist das denn hier nur? Die beiden kriegen auch nichts von uns. So. Auf zum Vogel. Jetzt machen wir Folgendes. Wir benutzen mal hier... Kann man das auch kombinieren mit der Leiter? Hey, anyone up there wants some delicious fruit? At least I think it's delicious. Could be poisonous. Anyway, free fruit. Es regt sich nichts. Es möchte keiner eine leckere, frische Frucht. Selbstgepflückt vom Pfirsichbaum. Kann man die Frucht mit dem Schuh kombinieren? Na, ja, will ich auch mal gucken. Nee, kann man nicht. Das sieht ja nicht so sehr erfolgreich aus.
Aber versuch's mal mit der Leiter. Vielleicht kann man ja, wenn man hochgeht, dann oben die Frucht reinlegen. Meinst du? Naja, wir werden sehen. Die anderen möchten auch keine Früchte. Ansonsten wäre ich dafür, mit der Frucht vielleicht zu dem Mädchen zu gehen. Ja. Ja, okay, gut. Tja. Klappt wohl nicht. Tja, dann wird es die Auflösung erst im nächsten Video geben, würde ich sagen. Ja. Sieht so aus, ne? Tja, dann danke fürs Zuschauen. Im nächsten Video erfahrt ihr dann, wie es weitergeht mit der Frucht. Bis dahin und noch einen schönen Tag. Tschüss.